Ah, Nase juckt, Nase juckt. Ah. Schnell die Klappe wieder zu hier. So. Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich grüße euch. Ich möchte heute ein bisschen mit euch über die Kosten reden, die so entstehen, wenn man Motorrad fährt. Oder ja, wenn ihr vorhabt, mit dem Motorradfahren anzufangen. Ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, beginnen wir mal mit dem ersten Punkt, und zwar mit dem Führerschein. Ja, Führerschein könnt ihr ungefähr rechnen, ja, so grob 2.500 Euro. Da ist natürlich alles mit drin, ne? Also die Fahrstunden sind da mit drin, die Kosten für den TÜV, für die Prüfung, die Kosten für Erste-Hilfe-Kurs, für ein Passbild, für die Lernmaterialien, falls ihr sie dann nötig habt, für den Sehtest, und ich glaube, das war's. Das fällt irgendwie alles damit rein. Ja klar, das teuerste sind natürlich die Fahrstunden, ist ja klar. Ich glaube, so eine Doppelstunde Motorradfahrstunde, also in meinem Fall waren das so, weiß ich nicht, 180 Euro. Und die Tendenz ist natürlich steigend, ist ja klar. Alles wird teurer, so auch das. Das heißt, 2.500 Euro könnt ihr ungefähr rechnen, wenn ihr alles mit reinhaben wollt. Es kann natürlich teurer werden, wenn ihr durchfallt durch die Prüfungen. Theorie ist nicht ganz so schlimm, die kostet glaube ich nur 20 Euro oder so, aber ärgerlich ist es trotzdem. Und die Praxisprüfung, die ist schon ein bisschen teurer dann, also ich glaube, das sind so ungefähr 200 Euro für den TÜV und für eure Fahrschule natürlich auch. Die fahren ja schließlich mit dem Auto nachher, die wollen auch Geld dafür haben. Ja, also es kann natürlich sehr schnell sehr teuer werden, wenn ihr öfter durchfallt, aber ich denke, jeder, der Motorrad fahren möchte, der ist ja auch gewillt, das vernünftig zu lernen und wird sich dann auch nicht ganz so blöd anstellen. Also von daher, ne? Ihr macht das schon. Ich drück dich die Däume. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar zu den Klamotten. Ja, wenn ihr anfangt, dann müsst ihr euch natürlich einmal so eine Grundausstattung holen. Also sprich Helm, die Hose, die Jacke. Was liegt hier? Ein toter Vogel. Eieiei. Wo war ich stehen geblieben? Helm, Jacke, Hose, Schuhe, Handschuhe und meinetwegen noch ein Nierengurt. Das sind wahrscheinlich so die Basics. Ja, da seid ihr sehr schnell 1.000 Euro los, also Helm 200 Euro. Mir ist durchaus klar, dass es viel teurer geht, aber auch billiger. Aber irgendwo muss ich ja einen Durchschnittswert nehmen. Helm 200, Jacke 300, Hose 300, Schuhe 100, Handschuhe 100, meinetwegen. Dann seid ihr sehr, sehr schnell bei 1.000 Euro. Und ja, hier gilt natürlich ganz klar, kaufst du Scheiße, kaufst du zweimal. Nein, doch. Also überlegt euch gut, ob ihr nicht vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt, einfach damit ihr auch ein paar Jahre Ruhe habt. Wie gesagt, 1.000 Euro solltet ihr hier rechnen. Einfach nur, damit ihr vernünftig gekleidet seid. Ja, der dritte Punkt, der betrifft so ein bisschen alles, was ums Motorrad rum ist. Also alles, was benötigt wird, um euer Motorrad angemeldet auf die Straße zu stellen sozusagen. Das ist einmal natürlich die Anmeldung, also Zulassung und das Kennzeichen. Zulassung kostet irgendwie 50 Euro. Ich weiß nicht, ob das überall einheitlich gleich viel kostet. In meinem Fall waren es irgendwie knapp über 50 Euro. Und das Kennzeichen 25 Euro. Es gibt natürlich Händler, oder die meisten Händler bieten natürlich an, die Zulassung für euch zu machen. Wenn ihr pfiffig seid, nicht so wie ich, dann verhandelt das gleich mit raus, dass die das für euch machen. Dann spart ihr euch das Geld noch. Das sind natürlich jetzt nicht die Kosten, die ins Gewicht fallen. Außer ihr kauft euch alle zwei Monate ein neues Motorrad und verkauft das alte wieder. Dann müsst ihr natürlich immer wieder diese Zulassungsgebühr bezahlen. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Ja, was gibt es noch zum Motorrad? Natürlich die Steuer. Also die Steuer könnt ihr euch selbst ausrechnen. Das ist der einzige Kostenpunkt hier heute, der komplett fix ist. Und über allem steht ein Fixstern. Ihr bezahlt pro angefangenem 25 Kubikzentimeter Hubraum, bezahlt ihr 1,84 Euro. Das heißt, bei einer 1000 Kubikmaschine zahlt ihr etwas über 70 Euro. Die Kosten sind fix. Das Geld kriegt ihr auch wieder, falls ihr, wie eben erwähnt, das Motorrad nach zwei Monaten wieder verkaufen wollt. Dann kriegt ihr das Geld, was überschüssig ist, sozusagen wieder. Das funktioniert auch alles einwandfrei, habe ich festgestellt. Das bricht uns, glaube ich, nicht das Genick beim Motorradfahren.
Was uns aber das Genick brechen könnte, ist natürlich die Versicherung. Die sind natürlich ein bisschen teurer. Es kommt natürlich jetzt stark darauf an, natürlich auch, was ihr für Motorrad fahrt. Ist das gebraucht, ist das neu, was auch immer. Dann kommt es natürlich auch darauf an, ob ihr es Teilkasko oder Vollkasko versichern wollt. Ah, Nase juckt, Nase juckt. Ah. Ach, schnell die Klappe wieder zu hier. So. Wollt ihr Teilkasko oder Vollkasko? Teilkasko 100 bis 200 Euro seid ihr dabei. Vollkasko, alles da drüber, bis 600, 700 Euro würde ich jetzt einfach mal grob sagen. Auch da geht natürlich immer mehr oder weniger. Aber die solltet ihr rechnen, denn Vollkasko ist teuer, auch beim Motorrad. Macht aber sicherlich Sinn, wenn ihr ein neues Motorrad kauft. Aber das soll hier keine Empfehlung für Versicherung sein, das sollt ihr selber entscheiden. Ne? Aber wie gesagt, im Worst Case für den Vollkasko 600, 700 Euro solltet ihr rechnen. Im Best Case vielleicht 100 Euro für eine Teilkasko. Das waren im Prinzip auch schon alle Kosten, die auf jeden Fall anfallen, wenn ihr mit dem Fahren anfangt. Na, lässt du mich noch? Jawohl, danke. Ja, die Kosten, die ich natürlich jetzt nie mit reingenommen habe, ist offensichtlich das Motorrad. Weil das einfach, ja, das hängt natürlich zu sehr davon ab, was ihr kauft. Das geht ja von günstig gebrauchten für 2000 bis hochwertig customized 50.000 oder noch mehr. Also das, ja. Das Geld müsst ihr dann selber raufrechnen. Ja, ihr könnt also summa summarum, könnt ihr sagen, ungefähr 4.500 Euro für alles. Einfach nur, damit ihr das Motorrad quasi fahrfertig auf der Straße stehen habt und einen Lappen habt natürlich und die Klamotten. Die solltet ihr rechnen, plus halt das, was das Motorrad halt kostet. Die meisten dieser Kosten habt ihr ja nur am Anfang. Zumindest hoffe ich das für euch, dass ihr euren Lappen nicht verliert. Die einzigen Kosten, die natürlich immer fix bestehen bleiben, sind Versicherungen und Steuern. Klamotten, ja gut, Klamotten halten natürlich auch eine Weile. Also die halten natürlich jetzt auch nicht dein Leben lang, aber die muss man jetzt auch nicht jedes Jahr neu kaufen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich weiß das jetzt gerade nicht, ich hoffe nicht. An die Älteren unter euch oder an die, die den Führerschein schon ein bisschen länger besitzen, da würde mich mal interessieren, was ihr damals so bezahlt habt. Weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass es deutlich günstiger ist und bin da so ein bisschen naiv rangegangen. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr damals für euren Führerschein bezahlt habt. Das würde mich interessieren und ja, dann hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao, ciao.